So, da sind wir in Part 3 jetzt nun des Anfangsguides. Jo, wir haben jetzt noch den Körperkrieger als letzte Rasse in dem Sinne. Und wie ihr sehen könnt, der ist jetzt noch auf Level 10, weil mit dem haben wir noch ein kleines Projekt vor, wo ich auch im Anschluss dann sagen werde. Ich glaube, ich habe es am Anfang des Videos auch schon gesagt, des ersten Videos. Aber jetzt fangen wir mal an. Also, das ist ein Krieger, der ist sehr, sehr gut in PvM-Bereich, im PvP-Bereich als Mentalkrieger, also Mentalkampflehre hier kann man wählen, dann ist er relativ sehr gut im PvP. Im PvM würde ich eher zum Körperkrieger tendieren, weil er einfach mehr Damage macht. Vielleicht zum Leveln oder so ist vielleicht der Mentalkrieger besser, weil er hat halt den Skill starker Körper, wo ihm Verteidigungspunkte letztendlich gibt. Ja, jetzt fangen wir mal mit dem Körperkrieger an. Wir beginnen das jetzt einfach mal. Wenn ihr natürlich kein Equipment habt, wie immer, 20 Punkte auf Wit und der Rest des Korb, also beim Körperkrieger ist der zweite quasi dieser Status, wo diese Aura des Schwertes, wo wir hier sehen, dann dieser Skill, wo dies erhöht, ist natürlich die Stärke. So, was ich auf jeden Fall als Farmer für Mithrinsteine oder generell vielleicht, ja, generell sagen wir mal Mithrinsteine oder Bosse würde ich empfehlen, alles auf Aura zu skillen erstmal. Also bis Aura auf M ist. Und dann auf Kampfrausch. Wenn ihr natürlich ein bisschen noch am Leveln wollt oder ein paar Monster so farmen wollt, um von mir ein Stück Edelstein oder vielleicht auch auf der Map 1 ein bisschen Berengeilen oder zu farmen, würde ich den Schwertwirbel noch mit dazu nehmen, weil das einfach eine Flächenschadenfertigkeit ist. Das einfach auf 1 skillen, dann habt ihr wenigstens noch ein Skill, wo einfach mehrere Monster gleichzeitig treffen kann. Aber Aura ist halt unerlässlich. Also das würde ich erst auf 17 machen, dann vielleicht ein Punkt auf Schwertwirbel und den Rest auf Kampfrausch. Kampfrausch ist vielleicht wichtig, dass er vielleicht den nicht auf G skillt, weil er kriegt halt, wie man es auch hier ablesen kann, erhöht die Schadensanfälligkeit. Das heißt, mit jeder Stufe kriegt er quasi mehr Schaden von den Monstern ab. Und auf G und auf P ist es halt dann extrem, was er da abkriegt. Glaube auf P oder so 20% mehr Schaden kassiert er da. Deswegen, ob ihr natürlich das machen wollt, das liegt bei euch, ob ihr das unbedingt auf P braucht oder auf G. Die meisten lassen es auf M10 zum Farmen. Jo, dann, wie man jetzt hier sehen kann, haben wir 27 Statuspunkte. Die skippen wir jetzt mal auf Stärke und dann seht ihr, der Angriffswert ist jetzt auf 27 und dann skippen wir einfach jetzt mal alles auf Stärke und dann seht ihr, wie die Angriffskraft sich jetzt erhöht. Und zwar richtig doll. Jetzt haben wir schon 32. Das heißt, wir sind 5 Punkte wieder hoch. Klar ist nicht so wie beim Lykaner, dass da so richtig viel drauf kommt. Deswegen finde ich Lykaner eigentlich auch vom Damage her noch höher als Körperkrieger. Aber als Farmer ist einfach der Körperkrieger genial für den Low Level. Gerade um irgendwelche Farmen S zu farmen, Mädchensteine zu farmen, ist der gut. Ihr braucht ein bisschen Def, dass er ordentlich was aushält. Also hier plus 6 Equipment rein. Gerade die Devs haben wie Rüstung, Helm und Schild. Und dann dürfte es eigentlich kein Problem sein, auf der Map 1 sich zu behaupten. Deswegen, wir machen noch vielleicht so ein kleines Projektchen, dass wir einfach mal zeigen, auch wie ich jetzt mit diesem, der hat noch keine Quest angefangen. Wir werden das Young hier auch resetten. Und dann machen wir da so ein kleines Projekt. Zuvor will ich aber noch schnell den Mentalkrieger auch noch ansprechen. Natürlich mit Buff. Tut sie den Körperkrieger dann noch einfacher, weil er dann halt noch weniger Schaden abkriegt. So, und jetzt gucken wir, was die Metalllehre uns gibt. Das ist nämlich die zweite Seite hier. Beginnen wir das Ganze mal so. Wenn ihr einen Mentalkrieger haben wollt, der auf jeden Fall leveln kann, ein bisschen was im PvM reißt, dann würde ich euch empfehlen, macht er vielleicht SK erstmal auf 17, also auf M wieder, weil der halt Fertigkeitspunkte gibt, dann könnt ihr damit gut leveln, ihr könnt einigermaßen gut farmen, ihr macht zwar nicht mehr Damage in dem Sinn, aber ihr könnt trotzdem farmen, weil ihr halt wenig Schaden erhaltet oder erhält. Ja, deswegen, wenn man hier jetzt alle Punkte drauf skillt, haben wir gleich mal 41 Verteidigungspunkte. So, und als zweites Skill würde ich vielleicht den Stampfer nehmen, weil der halt auch wieder Flächenschaden macht und auch Monster ohnmachtet. Und sonst vielleicht, ja gut, wenn ihr PvP skillen wollt,
trotzdem starker Körper auf M1 machen und dann auf Durchschlag, dann würde ich heftiges Schlagen nehmen und in dem Sinne vielleicht dann den Stampfer und dann würde ich Schwertsockel nehmen. So würde ich das machen. Weil Stampfer hat halt eine relativ wenige Aufladezeit und Schwertsockel hat halt wieder 60 Aufladezeit. So würde ich jetzt einen Mentor skillen im PvP und PvM einfach SK und Stampfer. Gut, dann wär's das mal so, wie man jetzt, oder ja, welche Klassen sich rentieren. Das war ja einmal Körperkrieger und dann Waffensucher. Die zwei würde ich als kleiner PvM-Farmer nehmen oder auch fürs High-Level, vielleicht dann auch den Lykaner fürs High-Level noch. Ja, wie man die Statuspunkte skillt und auch wie man die Fertigkeiten skillt. Da das sehr viele gefragt haben, habe ich einfach mal gesagt, komm, wir machen ein Video, zeigen, wie das funktioniert oder wie ich es machen würde. Und ja, für den Rest haben wir ja auch schon Videos gemacht, wie man dann anfängt quasi, mit welchem Equipment und so. Aber auf jeden Fall, bester Tipp, erstellt euch eine Buff. Immer noch. Gut, dann werden wir jetzt noch ein bisschen kleine Info machen. Und zwar am Mittwoch wird es wieder einen Twitch-Livestream geben, wahrscheinlich gegen 18 oder 19 Uhr oder ja, 18 Uhr wahrscheinlich. Dort werden wir eine kleine Community-Aktion machen und zwar ein Community-Leveln bzw. ein Community-Farmen im Low-Level-Bereich zwischen 1 und sagen wir mal 40 oder 50. Dort könnt ihr dann euch anschließen, wenn ihr halt im OTM oder sowas mitleveln wollt oder auf Map 2. Wir werden 2-3 Stunden lang streamen und machen eine kleine Community-Aktion draus. Ihr könnt natürlich auch aufs Test vorbeikommen, dann können wir so ein bisschen auch ein bisschen reden und so. Und dann haben wir, denke ich, eine ganz tolle Stimmung. Und ja, für den einen oder anderen bringt es dann auch was, weil er dann weiterkommt damit. Das mache ich so ein bisschen, weil ich halt jetzt die Anfänger ein bisschen steigern will, die jetzt wirklich wieder mit ihnen anfangen wollen. Und ja, wenn ihr natürlich dann dabei sein wollt, könnt ihr das dann sagen am Mittwoch dann und dann machen wir da die Aktion. Ja, was dann nur dazu kommt, ist natürlich das Community Forum immer noch unten in der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise ich blende jetzt auch mal einen Link schnell ein. Dort findet ihr natürlich für Anfänger passend auch einen Preiskatalog, der wird jetzt in den laufenden nächsten Wochen oder den nächsten Tagen wird es erweitert, dass ihr quasi für Preis erstmal einen Preiskatalog habt, was die Dinge so wert sind, Upstuffs. Dann könnt ihr natürlich dort genauso mit den Leuten schreiben, ihr könnt eigene Guides entwickeln oder halt auch auf dem Marktplatz etwas anbieten oder suchen. Es sind noch nicht sehr viele dabei, aber ich hoffe auf gute Anteilnahme, dass das auf jeden Fall weiter promotet wird. Dann wird es auch ein Community-Event dann geben. Ich weiß noch nicht wann, wahrscheinlich so 23. oder 22. Dezember. Dort werden wir quasi ein paar Spielchen veranstalten und es gibt dann auch tolle Preise zu gewinnen. Das mache ich dann quasi für die Community. Und ja, mal sehen, was sich da draus ergibt. Dann machen wir dazu dann wahrscheinlich dann direkt den Livestream dazu. Das wird dann auch sehr schön, denke ich. So, und dann kommt natürlich noch dazu, dann gleich noch die Verlosung, aber zuvor will ich eigentlich noch vielen danken, dass so viele meinen Stream zugeguckt haben, dann auch viele abonniert haben, ist Wahnsinn, diesen Monat haben wir schon 50 Abos wieder gesammelt, sehr, sehr viele gute Kommentare, das Community Forum hat 50 Likes, das ist Wahnsinn, ehrlich, da habe ich mich mega gefreut drüber. Und auch dann gehe halt dem Stanley und dem Maverick, dass sie mich dann auch gehostet haben auf Twitch. Das finde ich eigentlich eine relativ nice Aktion immer, wenn man sowas macht, weil dann kommen halt die kleinen Leute, die halt gerade schon angefangen haben. Das ist mein dritter Stream jetzt gewesen, glaube ich, oder mein vierter. Da kommen die halt auch an ihre Community und die wird immer größer und das finde ich eigentlich relativ cool. Dann habe ich ja gerade noch angesprochen, dass wir das neues Projekt dann quasi machen. Das wird dieser 10er. Körperkrieger auch noch sein und zwar war ja im Stream gestern Big Boy zockt bei mir und wir haben da ja ein bisschen was drüber geredet und mich macht es natürlich auch stutzig, wenn er sagt, dass man jetzt halt nicht viel kriegt durch die Quests. Deswegen werde ich jetzt diesen Körperkrieger auf 30 ziehen, werde mir alle Quests
wo man bis Level 30 hat, werde ich machen. Und ich werde alle Sachen, die man bekommt, das Young, ich werde den Status natürlich auf 0 setzen hier. Alle Items werde ich sammeln, sodass man einen Überblick hat, was bekomme ich, wenn ich einen Char auf Level 1 anfange, bis Level 30 durchziehe und alle Quests beende. Das ist eigentlich auch mit der Orkzahn, klar, die können wir ein bisschen weglassen, die Orkzahn-Bio, aber ich werde sie nebenher vielleicht auch machen. Und dann mal sehen, wie viel Young da zusammenkommt, weil mich interessiert das wirklich persönlich auch und ich denke euch auch, weil ihr fragt euch immer, lohnt sich noch die Quests zu machen? Aber das ist genau das, was man eigentlich für den Anfang braucht. Man braucht ein bisschen Equipment, ein bisschen Young, ein bisschen Sachen, die man direkt verkaufen kann, um vielleicht mal für einen Schmuckgegenstand 200k zu kriegen. Aber 200k ist viel, wenn man sich damit dann sein Equipment so ein bisschen plus 6 upen kann. Deswegen, das wird euch erwarten. Wir werden wahrscheinlich dazu immer ein YouTube-Video machen, dass man das auch schön dokumentiert. Und ja, er hat ja auch gesagt, er will meine Anfangsguides ausprobieren, ob es ihm was bringt oder so, ist okay. Aber mich hat es ein bisschen schutzig gemacht, deswegen will ich jetzt das auch ein bisschen probieren mit den Quests. Einfach mal zu zeigen, was man alles so kriegen kann. Gut, dann werden wir jetzt natürlich zu einem spannenden Punkt kommen, worauf wahrscheinlich jetzt schon die Leute seit zwei Parts warten, die Verlosung aufzulösen für die Lederstiefel plus 9. Dazu sehen wir uns jetzt gleich wieder und ich muss natürlich wie immer alle aufschreiben, das sind jetzt diesmal relativ viele, weil es wurden 83 Kommentare auf das Video abgelassen, das ist der Wahnsinn schlechthin. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder und dann wird die Verlosung aufgelöst. So, da wären wir jetzt zur Verlosungsauflösung der Lederstiefel plus 9 blank. Ja, kurz dazu. Ihr könnt dann, habt eine Woche Zeit, diese abzuholen, wenn ihr die gewonnen habt. Und einfach den Ingame-Namen dann auch unter euer Kommi schreiben oder eine Nachricht direkt an meinen YouTube-Channel oder so richten. Und immer wichtig bei der Verlosung, wer dabei sein will, abonnieren und Hashtag ich will gewinnen reinschreiben in die Kommis. Und dann schauen wir jetzt mal, wer gewonnen hat. Der Gamefail hat gewonnen. Der darf sich dann quasi jetzt einfinden dann und die Schuhe einfach abholen mit seinem Char. Und dann starte ich hiermit die nächste Verlosung, auch wieder Hashtag ich will gewinnen. Vielleicht ein paar kleine Kommis, darüber freue ich mich immer, die lese ich immer gerne. Und dann auch Abonnent sein und es geht dieses Mal um ein VMS plus 9 mit 27 DSS. Ich hoffe, dass ihr dann somit zufrieden seid für heute. Wir werden vielleicht noch so ein paar kleine Anfangs-Guides-Videos machen, mal schauen. Und auch ein paar Verlosungen für den Anfang, in dem Sinne. Und schaut auch immer auf Twitch am Mittwoch jetzt vorbei und seid bei der Community-Aktion dabei. Dann danke ich wie immer fürs Zuschauen, kommentieren, Like da lassen und abonnieren und bei der Verlosung mitmachen, beziehungsweise ins Community-Forum mal gehen. Dann bis zum nächsten Mal. 60 soll das sein. Das ist die Community. Wieder.